Herzlich willkommen zum Box-Event des Jahres in Oberhausen. Ich begrüße Jan Kosowski, Nummer 10 der WBC-Liste und aktueller WBC International Heavyweight Champion und Herausforderer Hussein Mohammed. Die beiden werden sich am Samstag bei der Universum Boxing Night 6 in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen die Schlacht des Jahres liefern. Das wird der größte Schwergewichtskampf in Deutschland seit einigen Jahren. Und das Interesse auf eurer Seite ist wahrscheinlich groß. Von daher könnt ihr die Fragen jetzt stellen. Ja, ich habe mal eine Frage an Jan Kosowski. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wie in den letzten Wochen und Monaten die Vorbereitung deinerseits aussah und was du über deinen jetzigen Gegner denkst. Спрашиваю тебя, как были последние месяцы подготовки и что ты думаешь о своем сопернике? Всех хочу, нет микрофона, так говорит. Ну да, просто. Да. Ну, всех рад видеть здесь присутствующих. Свою команду, команду соперника. Freut mich, alle zu sehen. Also meine Mannschaft und Mannschaft des Gegners. Да. Und Grüße alle. Сборы, подготовка пошла отлично. Vorbereitung war top. На соперники мы сильно не думали, только вот увиделись, познакомились. Über den Gegner haben wir nicht все остальное в ринге. Viel nachgedacht. Über den Gegner haben wir nicht viel nachgedacht, weil wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Jetzt habe ich ihn kennengelernt. Jetzt im Ring werden wir sozusagen alle sehen. Да, рад присутствовать здесь вновь уже. Который раз, и с каждым разом все уютнее становится, интереснее, и вечера становятся ярче. И этот бой, я думаю, даст новый толчок для дальнейшего. Чего там? Популяризации бокса, так скажем. Я freue mich, wieder in Deutschland zu sein. Langsam gewöhne ich mich mehr und mehr an Deutschland. Gefällt mir auch immer mehr und mehr in Deutschland zu sein und zu boxen. Да, скажи еще, покажем хороший бокс, продолжим традиции, может быть, вернем былые времена, когда будут стадионы еще больше и больше. Versuchen einen guten Kampf zu machen, schönen Kampf, so dass die ganze alte Box-Tradition ein bisschen nach Deutschland wiederkehrt, zurückkehrt und dass immer mehr Leute zum Boxen wieder gehen. Das heißt, versuchen einen guten, spannenden und interessanten, sehenswürdigen Kampf zu liefern. Ja, dann die gleiche Frage eigentlich auch an Hussein. Wie sah jetzt in den letzten Wochen deine Vorbereitung aus und inwiefern hast du dich als Herausforderer dann mit deinem Gegner beschäftigt und eventuell auch dein Training darauf eingestellt? Erstmal hallo, hallo zusammen alle. Ja, ich habe mich gut vorbereitet. Ich hatte eine lange Vorbereitung. Die Vorbereitung lief gut, Sparring lief super. Ich bin voll ready für den Kampf am Samstag. Und über den Gegner kennt man. Den Gegner kennt man, denn man weiß, dass er im Universum ein paar gute Kämpfe gemacht hat. Und wir haben uns gut eingestellt auf den Gegner. Ich habe natürlich auch meine Basics gemacht. Also ich habe jetzt nicht angefangen, irgendwas zu verändern. Und ich freue mich riesig auf den Kampf. Ich freue mich riesig, in so einer großen Arena zu boxen. Ich freue mich auch den Leuten in Deutschland. Ich hoffe, wir werden, und ich verspreche, wir werden einen guten Kampf abliefern für die Fans in Deutschland, die Boxfans. Ich denke, wir haben den perfekten Gegner dafür und das ist das perfekte Match. Und ja, wir sind gut vorbereitet. Ich freue mich riesig auf den Kampf. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auf die ganze Energie. Ich freue mich auf alles. Bereiter, also ich kann nicht, noch mehr kann man nicht bereit sein für den Kampf. Ahmed, wie ist das Ganze für dich als Promoter des Herausforderers? Kosowski ist ja schon eine große Nummer. Also ich sag mal so, ich bin schon lange im Boxen und ich habe schon Pferde kotzen sehen. Und Schwergewicht, ja, Schwergewicht ist auch etwas Besonderes. Ich kenne Hussein, als man mir den Kampf anbot, habe ich sogar, ich war ja mit der Initiator, ich habe gedacht, Hussein hat auch ein paar Mal über Kosowski gesprochen, weil er wollte endlich mal ernstere Gegner boxen. Und er hat zuletzt diesen Senat Gashi gehabt, das war für ihn keine Herausforderung. Und er hat gesagt, ich möchte jetzt mal größere Namen boxen. Und,
Und natürlich ist ja auch die Schwergewichtsszene mit Tyson Fury und Deontay Wilder und Anthony Joshua ist jetzt auch gut dabei. Und jeder Schwergewichter will dahin. Und Kozłowski ist genau die richtige Hürde vor so einem Kampf. Weil er ist die Nummer 10. Vielleicht ist er schon höher geratet, weil zuletzt ein großer Kampf mit Deontay Wilder und Robert Helenius stattgefunden hat. Ich vermute, dass Kozłowski schon auf der 9 steht. Und für Hüseyin ist das ein Riesenkampf. Das ist eigentlich wie eine Weltmeisterschaft. Aber ich bin auch zugleich Berater bei Universum. Und ich bin auch da sehr stolz, dass ich Hüseyin, so einen mutigen Mann wie Hüseyin an meiner Seite habe, der sagt, Ahmed, ich will den Kampf. Ich will so einen Mann boxen. Weil ihn kann man schlagen. Er ist zu besiegen. Und von daher glaube ich auch an Hüseyin, weil Hüseyin einfach groß ist, auch eine richtige Schlagkraft hat und über taktische Sachen brauchen wir jetzt nicht groß reden, aber ich bin sehr froh, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der diese mutige Herausforderung angenommen hat, weil Kozłowski ist echt ein starker Junge, also das kann man wirklich, er ist nicht umsonst auf der Nummer 9 der Weltrangliste. Good morning, everybody. Sorry, I'm going to be repetitive. I'm learning German. I know some of these subjects were already brought up a little bit, so sorry for any repetition. But this is for Sweet Science in the United States. I'm going to start with Ahmet. What do you see as the significance of this event? It's been, even before the pandemic, it's been a while since there was a arena-sized fight in Germany. So could you talk about that a little bit, please? You mean me? Yeah. So the thing is, of course, it's nice again to fight for big crowds in front of thousands of people. Every fighter wants this. Every promoter wants to be part of this. And now the pandemic, in my opinion, is over. And I believe we will continue with fight nights like this. And but it's hard in Germany right now because boxing lost his big action heroes, German heroes. And Hüseyin Mohammed is one local guy from Cologne. Kozłowski is from Kazakhstan. So he's a very good boxer, but he's from Kazakhstan, we are in Germany. And we are trying to build bigger names back, boxing back to Germany. And how can we do this? With unbeaten records, fighting each other. Kozłowski unbeaten, Hüseyin Mohammed unbeaten. So this is a real fight. And then we have some influencers in the undercard, so we have attract many people to come to the arena. So people will start again to love boxing because they see real fights. Not A is beating B, it's clear, red and blue corner. No, here are open fights. Even Kozłowski, maybe his favorite, but he is an unbeaten guy. He's a big, tall, giant, and he will fight. And you know, heavyweight is one punch. Then it's everything over. So you are not careful, you are arrogant. Joshua got knocked out, Lennox Lewis got knocked out, everybody can be knocked out. So this is heavyweight, this is sweet science, what I love. And then in a big arena, that is what we need. That means boxing. And we are very happy and proud to be part to rebuild boxing in Germany. That is my answer to your question. Thank you. This is for Mr. Mohammed. You are considered an underdog in this fight, but do you see yourself as an underdog in this? And can you talk about that a little bit? To be honest, I'm happy to be the underdog. I have no problem with that. I fight in my hometown country, in Germany, and this is why I'm very comfortable. I fight with my people here. You know, I have the support of my people. I feel good. If I'm the underdog, I'm okay with that. Don't make sense for me. I just fight, you know, and I just want to fight. I just want the big fights. I just want the good big names, you know, and I want the big fights. I want to fight somebody who's unbeaten. Unbeaten against the unbeaten guy. And this is a big opportunity for you. I know you can't go into strategy really, but what are your biggest concerns with Kozłowski? No, I don't think about concerns or something. I just think about my strategy. I just think of my game plan, you know. I have my game plan. I do my thing.
I try to do that what I can best. It's like boxing, you know. Okay, thank you. And this is for Mr. Kosobutski. Same question. This is the biggest fight Germany's seen in a while. You've got a lot of people in a big arena. Could you talk about how it feels like that? Your last fights were in a smaller place. How's it feel to be in front of a big crowd? Ja, er sagt, was denkst du darüber, dass du mal nicht vor einer kleinen Halle boxst, sondern in einer großen Halle und gegen einen Mann wie ihn und du hast bis jetzt immer nur in kleinen Hallen geboxt, jetzt boxst du in einer großen. Was ist das für dich für ein Gefühl? Das ist die größte Unterschied in der Arena. Я этому сильно не придаю значения. Арена. И было, что надо было перестроиться, когда нет зрителей в эту обстановку. Потом крайний бой был тоже, ну как-то, я сконцентрирован на бое. Ну да, тебя ринг тут. А соперники ни в коем случае не. Я в фильме с... Я eigentlich kein großer Unterschied, ob es große Arena oder kleine Ring ist Ring. Es ist die gleiche Quadratur sozusagen. Und ob das jetzt mehr Leute sind oder davor weniger, ja, man passt sich auf. Also für ihn ist sowieso seine Arena ist in der Ring. He don't care for the arena. For him it's not important, big or small venue, big or small, less crowd or much crowd. The ring is the same. I don't care. You guys are ranked a little differently, but really, your records are pretty much the same, and you've got about the same amount of knockouts. What are you most concerned about with Mr. Muhammad? What are you looking at from him? Ich habe beide ziemlich den ähnlichen Rekord als Profis, habe ziemlich gleiche K.O.-Zahlen. Ich habe beide qualitativ ähnliche Leute geboxt. Was sind deine größten Befürchtungen? Ну, таких же, например, бойцов боксировали, ну, такого уровня, я думаю, даже. И какие твои, ну, переживания, ну, in den Kampf, also was он befürchtet? Ja, was denkt er, hat er oder hat er keine? В этом бою. Переживаний больших нет, а намерения те же. Будет возможность закончить бой. Сделаем, надо будет пройти дистанцию. Er sagt, irgendwelche Befürchtungen habe ich nicht. Ich boxe, mein Box, also ich mache meinen Kampf, wie ich immer boxe. Wenn ich, ja, wie sich entwickelt, wenn sich so entwickelt, dass ich den Kampf früher beenden kann, werde ich es machen, wenn es geht, irgendwie nach Punkten, dann geht es so. Also er plant ja das ja nicht ein. Er macht einfach sein Ding und wie es kommt, es kommt. He has no real concerns. He does his job. He has his own game plan, like you say. So, quite the same answer. So, we see what comes. And speaking of rankings, you're ranked number 25 by boxing ranks. You are WBC number 10. Higher than that by the different organizations. I meant BoxRec, which is, you know, their rankings are a lot. What do you think makes you different than the other emerging heavyweights? Was ist dein, du bist jetzt gerankt, sagt er, in Verbänden höher, im Boxrec 25. Was macht dich unterschiedlich zu anderen Boxern? Was ist deine, warum glaubst du, dass du besser bist oder unterschiedlich bist? Als alle anderen Boxer? Ja. Чё ты, ну, думаешь как бы о себе, почему ты лучше, чем все остальные боксеры? Ну, скажем, где там около тебя или, ну, как в мире вообще. Ты сейчас там на 25-м или каком по мировому этому. Что ты думаешь, тебя делать сильнее или лучше, чем другие боксеры? Мечта детства, мотивация. Was ist besser, was er denkt? Traum von Kindheit an. I had only a dream since I was a kid. Von klein an. Кто-то в космос хотел. Manche wollten auf den ins Weltall fliegen. Er wollte immer schon Boxweltmeister werden. But I wanted to be von klein an. Since I was a kid. Und das Ziel verfolgte die ganze Zeit. And seit I followed this target all my life. And one last question. There's a little bit of a debate over who the real heavyweight champion is, Alexander Usyk or Tyson Fury. Let's just say you had a choice to fight either one. Who would you rather fight and why? Warum? Es gibt ja ein, zwei Weltmeister, Tyson und Usyk. Wenn du einen aussuchen würdest, wen würdest du boxen?
себе Тайсон Фьюри или Усик, кого бы ты бы выбрал, с кем боксировал бы? С обоими. И с Усиком, и с Фьюри. Мит Байден. Вюрде Байден. В течение трех дней. Иннахаль фон Драйтали. He would fight both within 3 days. Okay. Who does he think is the champion of those? Wer von den beiden ist wirklich der wahre Weltmeister? Между ними кто, кого ты считаешь настоящим чемпионом мира? Между Тайсон Фьюри и это, ну и Усика. Я не думал об этом. Darüber hat er gar nicht nachgedacht, wer wahr ist, wer nicht. Er hat sich nie Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt ist es jetzt verdummt. Kabo, du siehst. Danke. Ja. Ja, also, wenn er jetzt nachdenkt, er sagt, und jetzt, wenn du jetzt nachdenkst, ja, er sagt niemand. Будет возможность. Выйти против них, мы выйдем. Mit diesen Sachen macht er seinen Kopf nicht kaputt. Es ist immer Schritt für Schritt. Erstmal eine Hürde, dann die andere. Und wenn man alles schafft, dann landet man auch bei denen. И у тех, и у тех хорошая команда и большой там. After Saturday is anyway not his business anymore, so. Er sagt zum Beispiel, ich betrachte immer, erstmal muss ich sagen, den Kampf jetzt gewinnen, bis ich an die komme. Das ist immer Schritt für Schritt. And then he doesn't want to play arrogant. Traum ist Weltmeister, ich denke nicht über die nach, über Fury oder so ein Thema. I have to face this guy. Erst über... Я сказал, говорю, ну ты не думаешь наперед, ты, нет, как ты сказал, говорю, про вот этот бой я думаю. Ну да, правильно. Ich habe mal eine Frage an Marlon und speziell an das Universum-Team. Und zwar erfreuen wir uns ja an der großen Veranstaltung, die ihr veranstalten wollt. Und inwiefern könnt ihr sicherstellen, dass wir in Zukunft gleich große Veranstaltungen haben werden? Und wovon hängt das ab? In erster Linie hängt das davon ab, in Deutschland so welche Boxkämpfe zu veranstalten, dass zwei Boxer aus zwei unterschiedlichen Lagern sich trauen, was wir hier den Fall haben. Wie Ahmed angesprochen haben, wir haben hier zwei Boxer, die ungeschlagen sind. Das ist das größte Problem in Deutschland, was wir haben. Wenn wir da sozusagen bessere Arbeit machen, interessantere Kämpfe hinbekommen, gerade mit dem Hintergrund, dass wir, wenn solche Kämpfe zustande kommen, auch eine riesengroße Arena voll bekommen, dass die Boxer daraufhin mehr motiviert auch, ist eigentlich das einzige Hindernis, was wir dafür haben, sind mutige Boxer. Und wir bei Universum haben jetzt in diesem Jahr mit Influencer-Kämpfen probiert, Licht auf unsere hervorragenden Boxer zu werfen. Das ist uns gut gelungen. Insgesamt liegt es jetzt an uns, da nachhaltig Interesse bei unseren Boxern zu halten. Am Samstag werden wir sehen, was die beiden für eine Schlacht liefern werden. Und ich denke mal, der ein oder andere Zuschauer wird dann auch nach diesem Kampf weiterhin einen der beiden Kontrahenten hier auf jeden Fall verfolgen. Die nächste Frage wäre noch eine letzte. Bisher habt ihr ja noch keinen großen TV-Vertrag. Wie ist das denn mit der Zukunft? Gibt es da schon Gespräche, dass es im öffentlichen Fernsehen vielleicht ausgestrahlt werden könnte? Also Gespräche gibt es ja immer. Jetzt zurzeit lassen wir das ja über unseren eigenen Kanal laufen. Es gibt auch Überlegungen, ob wir einen eigenen Sport-TV-Kanal ins Leben rufen, um sowas noch besser vermarkten zu können. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir immer bemüht sein werden, der breiten Öffentlichkeit solche Boxabende zu ermöglichen. Vielleicht nochmal interessant zu wissen, mein Vorredner hat ja auch die Rekorde der beiden angesprochen. Sieht ja wirklich sehr gut aus. Für den einen kommt am Samstag dann vielleicht die erste Niederlage dazu, wenn es kein Unentschieden wird. Inwieweit spielt dieser Aspekt eine Rolle in der Vorbereitung oder macht es irgendwas mit den Boxern? Vielleicht können die Promoter oder die Boxer selber was dazu sagen. Also ganz ehrlich, mich interessiert die Null nicht. Mich interessiert die Null nicht, mich hat die Null nie interessiert. Erstaunlicherweise hat die Null mich nie interessiert. Mich interessiert das nicht, ob ich 10 Niederlagen habe oder nicht. Das hat mich nie interessiert, das wird mich auch nie interessieren. Was mich interessiert, ganz ehrlich, ne, großen Respekt an die WBC. Ich liebe diesen Verband, der bedeutet mir viel, dieser Verband. Aber mich interessieren nur gute Kämpfe. Mich interessiert keine Null, mich interessiert nicht, ob die Leute mich mögen oder nicht.
Mich interessiert nicht, ob die Leute sagen, ey, du hast eine gute Amateurkarriere oder du bist ein guter Boxer. Interessiert mich alles nicht. Weißt du, was mich interessiert? Im Ring zu stehen, meinen Gegner anzugucken und denken, geil, bitte lass uns noch ein paar Runden tanzen. Bitte, komm, lass uns noch den Leuten mal endlich mal einen guten Kampf geben. Lass uns doch einfach mal schönes Boxen zeigen. Das ist ein Gladiator, oder? Einfach mal schönes Boxen zeigen. Und das interessiert mich. Das interessiert mich. Schaut euch doch mal ein gutes Beispiel an. Ja, Derek Chisora. 10 Niederlagen. Der Mann macht Arenen. Der füllt Arenen. Der liefert sich Schlachten. Das ist er. Mir ist scheißegal, wie der Kampf am Samstag ausgeht. Und wenn der knapp nach hinten losgeht, dann will ich den Kampf nochmal. Korrekt, das ist ein Mann. Schön gesagt. Schön gesagt. Ja, so. Wenn es keine Fragen gibt. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich.